aber dort habe ich keine Arbeit gefunden. Dann ist mein Mann nach Deutschland gegangen, um dort zu arbeiten. Und ich bin in Graz gelandet, wo ich Arbeit gefunden habe. Das Leben hier ist nicht leicht. Ich spreche kein Deutsch. Und die Leute kriegen nicht immer meine Hautfarbe. Ich muss Ihnen sagen, dass ich Italienerin bin. Dabei bin ich stolz darauf, Brasilianerin zu sein. Wenn mein Arbeitsvertrag beendet ist, kehre ich nach Brasilien zurück. Dort muss ich nicht so kommen, als komme ich nicht Thank you.